Willkommen zurück zu meinem Let's Play zu GTA Vice City. Und wir müssen jetzt den Kent Rosenberg. Es wurde vor 5 Sekunden gesagt und ich hab's schon wieder vergessen. Das kann ja wohl nicht angehen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwo hin und irgendwen treffen. Das ist, glaube ich, die Mission auf den Punkt gebracht. Und wir machen nochmal das Radio aus und es regnet. Oh Gott, ist das ein Pisswetter hier. Machen wir uns direkt mal auf den Weg jetzt hier hin. Da ist der rote Punkt, beziehungsweise der rosa Punkt. Der zeigt uns immer wunderschön an, wo wir hin müssen. Oh, ist der behäbig hier, dieser Geländewagen. Der ist behäbig wie Hulle. Naja, solange er uns ans Ziel bringt, wird es wohl passen. Und hier noch rum und da eine Kurve. Und ich habe schon gesehen, wo wir hin müssen. Er guckt nicht. Selber schuld, wenn du auf der Straße stehst. Hast du selber schuld, wenn du überfahren wirst. So, zack. Und hier noch. Alter, ist da. Oh, nein. Oh, scheiße. Wir haben natürlich genau einen Polizisten umfahren. Aber da können wir uns behelfen. Wir sammeln erstmal hier so ein bisschen Waffen auf. Unsere ersten Waffen. Und zack, ist der Stern weg. Wir haben ein paar Waffen gekriegt. Und wir haben einen Stern gekriegt. So lobe ich mir das. So ist das doch schön. Da sind wir nicht mehr ganz so schutzlos. Und dieser Polizist, ja mein Gott. So, hier müssen wir hin. Zu einem wunderschönen Nachtclub. Mit unserer wunderschönen Luxuskarosse, die noch niegelnagelneu aussieht. Stirb, 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 stirb. Töten, töten, töten. Und hinein da. Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what I am? Looking for some English guy. Kent Paul. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor around here. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi, 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 oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg? Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Get another drink, bruv. Everybody's a comedian. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. That's right, go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Ja, und wie er uns die Fresse polieren würde. Na, das hätte ich jetzt zu gerne gesehen. Und ich glaube, ich nehme lieber eine andere Karre, weil das Ding stinkt zum Himmel. Der sieht doch schick aus. Bleibst du hier geblieben, Meister? Alter, hier geblieben. Hier geblieben. Ich gebe dir gleich Respekt. So. Mein Auto, das war ein Polizist, aber das juckt mich gerade wenig. So, da hat er noch nicht mal gesehen. Was für ein geiler Polizist. Ich klaue dem vor seinen Augen jemanden das Auto und den juckt das nicht. Ah, verdammt. Und ich kann mich immer noch nicht umgucken. Das ist natürlich jetzt hier echt ein bisschen blöd. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier ist der Küchenchef in dieser Seitenstraße. Da ist er doch. So, mal gucken, was der uns zu sagen hat. Hey, what you looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Ja, das kriegen wir doch hin. Einem auf die Fresse gezimmert und schon redet der doch. Ja, komm. Ja, komm. Talk to me, bitch. Alter, du schlägst mich nicht? Du. Nimm sein Handy, das machen wir doch glatt. Ja, so groß waren die Handys damals, Leute. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh, yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back.
My back's just fine, brother. You sure about that? Here, take this. Follow me. Oha, die Kochgang. This way. Die Kochgang will unter uns her, oh mein Gott. Und wir haben jetzt eine Waffe. Wir haben jetzt offiziell eine Waffe. So, komm an, trab an da. Schneller, schneller, links so, 3, 4. Das Auto steht natürlich hier direkt an der Hauptstraße. Ja, ah, das hätte ich wohl gerne gehabt. Uhuhu, hin und her und links und rechts. Natürlich fahren wir zum, zum Waffensymbol. Das kriegen wir ja wohl noch gerade so hin. Ja, Alter, ich hab ein Fahrstil, das ist... Sebastian Vettel könnte es nicht besser machen. Und den natürlich Hydranten mitgenommen, wie könnte es anders sein? Alter, ob ich irgendjemand jemals einen Führerschein mache? Ha, funky Musik hier, du. Es gibt 8 verschiedene Waffentypen. Ja, es gibt wirklich nur 8 verschiedene Waffentypen, Leute. Das ist... Ach, jetzt wieder zurück zum Hotel? Leute, ich will noch eine Waffe... Na gut. Setzen wir mal zurück. Und zack, ab wieder zurück zum Hotel. Das kriegen wir noch gerade so hin. Mit einem Affenspeed. Oh, die Sonne blendet. Oh, Polizei. Die macht nichts. Das ist ja das Verrückte. Na, sag doch noch was. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Mission erfüllt. $200 haben wir dafür gekriegt. Das ist schon irgendwie crazy. Weißt du, du fährst da wie der letzte Henker direkt vor einem Polizeiauto vorbei und der macht nix. Na, Kleine, wie wär's mit uns beiden? Oder du hier? Na du, hier kommt dein Klon. Oh mein Gott. Klontechnik und... Wer ruft denn da wieder an? Hey, Leo, I think we got a buyer for Diaz's merchandise. Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Just tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in charge. Screw you, man. Das war jetzt aber strange. Komischer Anruf. Naja, wir können jetzt erstmal speichern. Und die Waffe wegpacken. Kommt vielleicht ein bisschen auffällig, wenn man da mit einer Waffe rumrennt. Am Anfang, das überspeichern wir mal kurz, weil da ist hier bisher noch nicht so viel passiert. Und wir können natürlich jetzt auch hier ganz normal nach oben gehen. Zeige ich euch einfach mal so ein bisschen hier. Muss zugeben, ich habe das Spiel auch schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gespielt. Deswegen, ich weiß auch nicht mehr alles, wo alles was ist. Aber hier, das ist unser kleines Apartment in diesem Hotel. Ne? Schickes Hotel hier, direkt am Strand mit Ausblick auf die Straße. Also wird mir auch gefallen. Hier auch ein schickes Poster noch. Ein schickes Doppelbett, wobei ich bezweifle, dass doch, der passt da rein. Sah ein bisschen kurz geraten aus dieser Perspektive. Und wir wechseln erstmal hier. So, Jeans, Turnschuhe und Hawaii-Hemd. Da fühlt man sich doch gleich viel besser. Wirkt nicht gleich so förmlich. Und ja, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach, gucken uns einfach noch ein bisschen hier die Gegend an. Ich versuche noch mal ein bisschen was zu zeigen, bevor wir uns wieder in die nächste Mission stürzen. Weil man muss ja auch nicht hier das runterrattern. So ein bisschen Open-Welt-Feeling. Ja, komm her. Och. Guck mal, zu Fuß sind wir schneller als die auf ihrem Motorroller. Das ist natürlich stylisch. So, mal der Gefahr der GEMA umgangen. Und damit fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen hier über den Strand. Hier sind wir nämlich am Strand, der, muss ich sagen, sehr weitläufig ist. Also sehr, sehr weitläufig. Und hier geht es dann runter und da ist dann direkt Wasser. Da sollten wir... euch würde es wundern, dieser Typ kann nicht schwimmen. Das war damals bei GTA Vice City noch so. Man kann hier nicht ins Wasser gehen und man schwimmt oder taucht oder so. Wie es auch schon in San Andreas üblich war. Nein, hier ersüffelt man noch.
Das war damals auch ein großer Kritikpunkt vieler Spieler, dass man hier nicht schwimmen kann. Aber das dient auch einfach dazu, dass man hier, weil ja hier die Inseln noch voneinander getrennt sind wegen dieser Hurricane-Warnung, und nicht einfach rüberschwimmen kann. Das wäre ja blödsinnig, dann da eine Hurricane-Warnung zu machen. Hätte man die Sachen ja auch gleich offen lassen können. Ja, das ist hier so ein bisschen der Strand. Auch hier ein Polizist, natürlich in Uniform, läuft hier natürlich durch die Gegend. Und der Motorroller fährt natürlich wunderbar hier auf Sand. Ein bisschen rutschiger als normal, aber ansonsten selbe Beschleunigung ist natürlich total realistisch. Und hier hinten ist so eine kleine Motocross-Strecke. Da können wir mal eben kurz hindüsen. Jawohl, so eine kleine Motocross-Strecke. Mal gucken, ob wir hier mit unserem Motorroller rüber können. Und hier rum. Bestzeit, das wird Bestzeit. So, hier nochmal. Bleiben wir direkt stehen. Das Ding hat aber auch einen nervigen Sound, ne? Das kannst du nicht anders sagen. Hui! Und hier nochmal rum, damit wir die ganze Strecke mal abgefahren sind. Da gibt es natürlich auch dann noch diverse Minispiele, wie es bei GTA auch immer üblich ist. So ein bisschen neben der Story her kann man natürlich immer was machen. Und ich merke gerade, dass mein Hals doch ziemlich wehtut. Also anscheinend habe ich mich doch da wohl ein bisschen erkältet. Ist egal, ich ziehe das hier eisern durch. Was tut man nicht alles? Ach, hier zum Beispiel. Das kann ich euch ja nochmal eben kurz gucken. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Top Fun. Das sind so, damit startet man immer so kleine Minispiele. Ich vermute mal hier für die Strecke. RC, Bandit, Rennen. Das, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Tritt in einem Checkpoint-Rennen gegen drei andere ferngesteuerte Autos an. Du musst als zweiter, als erster zwei volle Runden auf dem Kurs fahren. Na, ob wir das hinkriegen. Wenn du die Mission abbrechen willst, drücke Numero und sonst was. Und wir sind natürlich Vierter. Das finde ich ja ganz famos. Alter, das Ding ist schlechte Steuerung. Ich dachte, da kommt man jetzt locker um die Kurven, aber nix da. Handbremse hat das Ding, glaube ich, auch nicht. Na super. Ob wir das schaffen, ich weiß ja nicht. Muss man vielleicht hier so ein bisschen die Kurven schneiden. Man muss hier auf jeden Fall durch diese komischen rosa Pinökel. Na, zweiter sind wir schon mal. Mal gucken, ob wir das auch noch weiter hinkriegen. So. So, komm. Ah, der erste, der ist, glaube ich, ziemlich weit voraus. Den kriegen wir so, glaube ich, gar nicht mehr. So, komm rum da. Komm rum. Ah, wenigstens bleibt der schön hier auf dem Boden haften. Dass man da nicht irgendwie ins Rutschen kommt. Da ist mir der Gelbe schon wieder. Sind die schneller als ich? Ach, jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich es verkackt. Oh, Alter, nun fahr doch mal hier vernünftig. Nee, das können wir abhaken, dass das noch klappt. Das wäre sowas wäre natürlich mit dem Gamepad viel einfacher. Aber GTA, da gab es noch. Also mein Gamepad nimmt er nicht, weil ich ja diesen Xbox 360 Controller habe. Da will er das irgendwie nicht. Und wir müssen noch eine Runde fahren. Und das kannst du vergessen. Hier vielleicht nochmal so. Zweiter werden wir vielleicht noch. Doch, Handbremse gibt's doch. Oh Mensch, toll. Danke, dass man mir das jetzt erstmal sagt. Hätten wir vielleicht nur die Kurven besser kriegen können. Aber nein. Naja. Oder ich war einfach zu dämlich. Das will ich jetzt mal da einfach so dahinstellen. Ich war zu dämlich, die Leertaste irgendwie zu drücken. Oder hab's denn nicht stark genug gedrückt. So, hier geschickt gedriftet und schon haben wir den überholt. Und kippen natürlich um und bleiben fast stehen und sind natürlich wieder Dritter. Wenigstens werden wir nicht Letzter. Oder? Doch, wir werden wahrscheinlich noch Letzter. Der überholt uns wahrscheinlich noch der Letzte hier. Hier ist natürlich richtig mies. Hier ist die Strecke natürlich schön eng. Oh Gott. Ah, das ist auch ungewohnt hier so mit, so Autorennsachen, die fahre ich dann doch lieber. Oh, und wir drehen uns schon wieder hier. Zack. Alter, komm, mach hinne. Die sind schon meilenweit voraus. Das kannst du vergessen, dass wir die jemals... Ja, wir rennen verloren. Naja, was soll's. Ey! Alster, wo ist unser Roller hin? Ist aber nicht so schön.
Naja, ich glaube, wir fahren nochmal wieder zurück zum Hotel. Ich speichere nochmal eine Runde und dann will ich das hier mal für heute beenden, die Folge. Aber so, solche kleinen Minigames, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das gibt es, glaube ich, auch nochmal mit Mini-Flugzeugen. Das ist dann richtig asozial zu steuern. Aber das können wir uns alles nochmal angucken. Aber ich bezweifle, dass wir es jemals packen werden, weil das habe ich damals schon nicht geschafft. Und es geht natürlich geht hier die Alarmanlage an. Oh, Alter. Tut. Und weg. Oh, Alter, der geht ja sofort ins Schleudern. Ach, wir sind schon... Ah, toll. Wir sind ja schon hier für den Stern losgeworden. Zack, die Türen angefahren. Gibt's hier noch ein schickes Auto? Das Ding, das kotzt mich an. Ich nehme einfach hier das schöne Moped, das Motorrad. Und V-Rock, Speranzo, New Wave. So. Bombs, den auch wieder umgenietet. Und wir haben schon wieder einen Stern am Haken. Das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ich will nur noch speichern, damit das hier nicht allzu lange wird. So, und dann sind wir jetzt auch gleich da. Da ist die Polizei, die haben uns bis gerade eben noch gesucht. Kaum kommen wir da vorbei, besucht sie uns nicht mehr. So ist das doch schön. So will man das haben. Und zack, und zack. Der hat wieder einen umgefahren. Auch nicht so schön. Und abspringen, und zack. Jawohl, das nenne ich eingeparkt. So, und ich speichere das Ganze hier nochmal eben hier über. So, wunderbar. Ja, und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. So ein grün, so ein kleiner unten in der Kommentarbox oder wo der ist. Werdet ihr schon finden. Und abonnieren dürft ihr mich auch sehr gerne. Ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Bugs. Tschüss.